Maximiliane Irene von Quint ist ein rechtes Kind ihrer Zeit. Sie wächst ohne Vater und Mutter bei ihren Großeltern in Hinterpommern auf. Einst wird sie das Gut Pönichen erben. Der alte Quint ist stolz auf seine Enkelin, wenn auch in ihren Adern das Blut eines polnischen Offiziers fließt, der im Leben seiner Frau Sophie Charlotte eine wichtige Rolle gespielt hat. Maximilianes Mutter Vera hat in Berlin in zweiter Ehe den jüdischen Psychoanalytiker Dr. Daniel Grün geheiratet. Maximiliane vermisst ihre Mutter nicht. Ihre Welt ist Pönichen und Pönichen ist der alte Quint. Mit Hilfe des Freiherrn emigrieren Vera und Dr. Grün. In Berlin wird in wenigen Wochen der Führer die 11. Olympischen Spiele eröffnen. Die Länder der Erde werden im Dritten Reich zu Gast sein. Und fast die ganze Welt wird sich durch die glanzvolle Oberfläche beeindrucken und täuschen lassen und sich in trügerischer Sicherheit über Hitler-Deutschland wiegen. Er ist vorhin gekommen. Von wem? Von deiner Patentante, Maximiliane Hedwig von Quint. Sie prahnt Gewaltiges. Auch eine Olympiade. Eine Quint-Olympiade. Einen siebten Tag auf Burg Eitel. Sie hat beschlossen, was dem Deutschen Reich recht sei, müsse den Quints billig sein. Sie ist schon immer gern im Kielwasser der Großen geschwommen, meine ältere Schwester. Fahren wir hin? Deine Ahnfrau würde es dir als ihrer möglichen künftigen Erbe nie verzeihen, wenn du nicht kämst. Ich bin sicher, es wurmt sie schon seit deiner Geburt, dass sie dich nie gesehen hat. Unsere erste gemeinsame Reise. Deine Großmutter und ich, wir möchten uns gern drücken. Und die Reise in die fränkische Schweiz ist recht beschwerlich mit unseren Zipperleins. Und ein riesiger Quintscher Heerhaufen ist auch nicht gerade unser Geschmack. Es reicht, wenn du Pönichen würdig repräsentierst. Hallo. Alles klar. Das Gepäck bitte in den letzten Wagen und einsteigen in den zweiten. Hallo, Cousine. Entschuldigung, einen Moment. Gestatte, ich bin der Vetter Ingo Brandes, der schönste Quint des Landes. Maximiliane von Quint. Entschuldigen Sie, ich möchte auch ein Labyrinth. Ja, dann kommen Sie doch mit, bitte. Sie kommen bitte mit. Von dem Vetter habe ich aber noch nie was gehört. Kaum zu glauben, kaum zu fassen. Das wird sich ganz schnell ändern lassen. Und so, aber redest du immer nur in Reimen? Als diplomierter Minnesänger, als Eulenspiegel, Rattenfänger, jawohl. Vorab, Cousine Maximiliane, bringe ich dich jetzt höchst selbst zur Ahne. Und was wird aus mir? Sie bleiben hier. Darf ich? Ja. Ach so, geht das? Ja. Ja, dann möchte ich mich vorstellen. Max von Quint. Maximiliane von Quint. Und zum Binnen. Ja, und ich? Sie folgen mich. Du willst eine Quint sein? Ja. Wenigstens die Nase ist Quint. Du solltest Dirndl tragen, einen Mittelscheitel und einen Haarknoten. Hol dir jetzt deine Sachen. Du schläfst in der Kammer neben meiner. Nur für die, die mich noch nicht kennen, Adolf von Quint, Militärschriftsteller, Bad Homburg. Geliebte Quints, Quints mit DT, mit D oder ganz einfach nur mit T. Geliebte
liebte Quinz von nah und fern. Eine Familie, die ihre Geschichte über 600 Jahre zurückverfolgen kann, hat allen Grund, voller Vertrauen auch in die Zukunft zu blicken. Nicht Ansprüche oder Rechte, sondern Hingabe und Opferbereitschaft sichern Freiheit und Zukunft des Einzelnen und des Volkes. Als Ordensritter haben auch Quinz einst den Osten erobert, besiedelt und verteidigt. Allerdings, aus dem Baltikum wurden wir 1917 vertrieben. Aber in unserem Herzen lebt die Gewissheit. Nicht für alle Zeiten. Der Militärschriftsteller reiht noch eine Weile Kernsatz an Kernsatz und singt vor allem das hohe Lied der Quintschen Ahnen. Endlich müssen die historischen Quints den hier versammelten Lebenden weichen. Der Redner ruft sie mit Schwung und Eifer auf. Quints von nah und fern, aus Ostpreußen und aus Mecklenburg, aus Holstein und aus Schwaben, aber auch aus Elsass-Lothringen und aus Schweden. Die Quints aus Pönichen in Hinterpommern. Bravo! Und Viktor Quint aus Breslau. Der treffliche, junge, nimmermüde Organisator dieses Erlebnisses, Quintscher Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, das uns alle zutiefst in seinen Bann schlägt. Ich sage nur schlicht, Dank. Dank sei dir, Viktor Quint. Da sich unsere hochverehrte Gastgeberin augenblicklich das Oberhaupt unserer Sippe und hoffentlich noch recht lange jede huldigende Danksagung in Worten verbeten hat, sie sagte zu mir unter vier Augen persönlich: Euer Dank sei eure Disziplin. Komme ich jetzt zum Schluss. In seinem großen Appell an die deutsche Jugend im Berliner Lustgarten am 1. Mai nach der Machtübernahme sagt unser Führer Adolf Hitler: Weil wir es wollen, deshalb muss es uns gelingen. Meine Rede. Mit ruhig festem Schritt, Kameraden, Widerstand und Reaktion erschossen, marschiert im Geist in unsere Reihe mit. Viel Liebchen. Ich möchte bekannt geben, dass die Eröffnung der Ausstellung 600 Jahre Quint im Westflügel mit einer Stunde Verspätung beginnt. Der Gottesdienst heute Morgen hat das Programm etwas durcheinander gebracht. Ich werde eine kleine erläuternde Einführung geben. Ich hoffe, ihr seid dann auch so weit, dass ihr pünktlich kommen könnt. Danke. Um kurz ein Thema zu streifen, das zwar in unserem Zusammenhang ohne Belang, aber für sich betrachtet von allergrößter völkischer Bedeutsamkeit ist. Ich möchte betonen, dass ich hinsichtlich seiner gesicherten arischen Abstammung kein Quint Gedanken zu machen brauche. Diese blühende, besonders gliederreiche Familie hat sich nie mit artfremdem Blut vermischt. Ein Blick auf diese Geschlechtertafeln, aber auch auf die hier Anwesenden, lehrt uns,
Quintblut ist unvermischtes, reines deutsches Blut. Darf ich kurz mal unterbrechen? Also, bei dem, was du eben gesagt hast, Entschuldigung, habe ich die Meinung gekriegt, dass die Familien der Quints mehr Vorfahren hatten als andere, gewöhnliche Familien. Als ob sie ein paar Großväter und Urgroßväter mehr hatten als andere Sterbliche. Wie kannst du das erklären? Als Beleg für das eben von mir Gesagte greife ich einfach einmal einen Stammbaum heraus. Dieser hier scheint mir besonders sorgfältig geführt. Die letzte Eintragung lautet Achim von Quint, geboren 1898 in Pönichen, Hinterpommern. 1917 Verehelichung mit Vera, geborene von Jado. Vielleicht weilt einer aus dieser Familie unter uns? Gefallen im Weltkrieg. Demnach ist diese Linie ausgestorben. Bedauerlich, dass der Stammbaum nicht auf den jüngsten Stand gebracht wurde. Los, Pommersche Eichel. Maximiliane Irene von Quint, geboren am 8. August 1918 auf Pönichen. Und ihre Mutter? Sie wird doch nicht ebenfalls verstorben sein. Sie hat wieder geheiratet. Sie lebt im Ausland. Aha. Haben Sie denn kein Foto von Ihrem Gut? Es muss herrlich dort sein. Vielleicht sollte man das nächste Treffen dort veranstalten? Oder erschreckt das die armen Polen zu sehr, wenn sich diese herrliche Sippe, wir Quints, einig und geschlossen, so nah an ihrer Grenze versammelt? Herr Banks, wir können Ihnen endlich mal wieder die Flötentöne beibringen, was? Du, der hält sich für einen Germanenfürst. Wie geht es Ihnen? So läuft das Programm zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, wir wollten auch gerade einen kleinen Ausflug machen, ins Blaue. Wenn ich das als Aufforderung verstehen darf, mitzukommen, nur zu gern, Fräulein von Quint. Soweit ich sehe, verläuft die Organisation hier dank der gründlichen Vorbereitung reibungslos. Da bin ich bestimmt mal für ein Stündchen entbehrlich. Von Blau kann ja wohl keine Rede sein. Das Gescheiteste ist, wir bleiben hier. Das steht hier frei. Mich stört das Wetter nicht. Ich weiß noch was, wo wir hingehen können. Da tropft's immer. Hier, ganz in der Nähe, da gibt's eine Tropfsteinhöhle. Aber das wird Ihnen nicht gefallen. Im Gegenteil. Was sollte mir daran nicht gefallen? Naja, ich dachte bloß, weil da sind Stalaktiten drin. Ja, die sind noch älter als die Quints. Wenn die Nacht über den Horizont steigt, in der Ruine alles still geworden, dann rufe ich unter deinem Fenster. Schuhuhu, rufe ich. So. Das ist der Raufußkauz. Der jammert ja immer so. Und dann? Dann kommst du runter, damit das arme Käuzchen nicht länger jammern muss. Und dann? Dann setzen wir uns an die Pegnitz. Ich und meine Kleine. Und baumeln mit der Beine. Wir baden im Mondenschein, Cousine. Ich hab doch gar keinen Badeanzug mitgebracht. Nachts fällt das Blatt der Feigen. Die Pegnitz, die kann schweigen. So tummeln Nymphe sich und Pan. Und beide haben gar nichts an. Nicht so ungut, Kinder. Thank you.
Was hätte hier für eine Liebesgeschichte beginnen können, wäre Maximiliane nicht eingeschlafen. Stattdessen wird Viktor zum Abschied sagen, ich werde kommen und mir dieses Pönchen ansehen. Und das klingt fast wie eine Drohung. Heil Hitler. Ja, Heil Hitler. Bitte bemühen Sie sich nicht. Eine Kriegsverletzung? Wie ich gehört habe, Tannenberg. Tannenberg, ja, Verletzung, nein. Pommersches Rheuma. Willkommen auf Pönichen, Herr Quint. Kommen Sie. Die Damen erwarten uns schon mit dampfendem Tee. Ah, der Königskuchen. Aber bitte, langen Sie ruhig zu. Ein monarchistisches Backwerk, aber köstlich. Tja. Bis diese überholten Staatsformen aus den Kochbüchern verschwinden, das dauert. Unsere Vorige Mamsell, Anna Riepe, backt uns eine Prinz-Friedrich-Torte. Eher noch besser als dieser Königskuchen, aber wo bleibt da die Rangfolge? Oder nehmen Sie Bismarck, da nennt man nun heute einen bescheidenen Hering nach ihm. Also wer will wissen, was man eines Tages nach unserem derzeitigen... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber unser Gast hat keinen Tee mehr. Maximiliane, würdest du bitte nachschenken? Was ich sagen wollte, Herr Quint, war... Warst du nicht fertig mit diesem Thema, Quint? Wenn ich auf Wesentliches zu sprechen kommen darf, empfinden Sie es nicht auch als beglückend, dass der deutsche Bauer endlich wieder zu Ehren kommt? Auf den Platz zurückkehrt, der ihm gebührt. Denn wäre nicht der Bauer, so hätten wir kein Brot. Und so ein Satz wird endlich wieder im Bewusstsein unserer Volksgenossen gegenwärtig. Na, in Pommern hat man ja mehr mit Kartoffeln zu tun als mit Brot. Ich habe Brot sinnbildlich gemeint. Das tägliche Brot, die Gesamtheit dessen, was unser Volk nahrungsmäßig betrachtet, zu seiner Erhaltung und Entfaltung braucht. Denn das ist ja doch wohl das, gewiss nicht das Letzte und Höchste, aber doch das Nahziel aller Politik, dem Volk seine Arbeitsplätze und sein tägliches Brot zu sichern. Das ist die politische Realität. Mein junger Freund, lassen Sie sich das von einem alten Parlamentarier gesagt sein. Politische Realität gibt es nicht. Politik ist zu 50% Rhetorik, reine Rhetorik, zu 30% Spekulation und zu 20% Utopie. Über die prozentuale Aufteilung bin ich bereit, mit mir reden zu lassen. Das mag für die Weimarer Republik und ihren zersetzenden Geist gestimmt haben. Man lebt vielleicht in Hinterpommern doch wohl ein wenig weit ab vom Schuss. Die nationalsozialistische Bewegung jedenfalls. Mein lieber Quint, ohne die, die versandet hier. Ja, wenn es einfach so eine Bewegung wäre, aber um im Bilde zu bleiben, der Wind, den sie mehr und mehr macht. Vergiss über deinen Ausführungen bitte nicht, dass du Herrn Quint die Ahnengalerie zeigen wolltest. Ah, richtig, ja. Von Quint und noch einmal von Quint. Aha, und hier die Ahnen des ganzen deutschen Volkes sozusagen. Sehr schön. Ja, so kann man es auch sehen. Friedrich der Große, Kaiser Wilhelm II., Fürst Bismarck, der ehemalige Reichspräsident Hindenburg. Der hängt hier als Sieger von Tannenberg und nicht als Reichspräsident. Aha, und dort? Ach, Sie meinen den leeren letzten Platz da, ja, da müsste man wohl noch mal genau überlegen. Da gibt's doch wohl nichts zu überlegen, Herr von Quint. Doch, doch. Ich frage mich, ob unser Führer besser in Kupfer, in Stahl oder in Öl herauskommt. Oder würden Sie zu einer Fotografie raten? Fürs Erste, für den Übergang. Oh, würdest du mich bitte in mein Zimmer bringen, Quint? Meine Galle. Ich muss mich ein wenig hinlegen. Entschuldigen Sie, Herr Quint. Die Galle. Müssen Sie denn ständig mit diesen alten Leuten zusammenleben? Alte Leute? Wieso? Das sind doch meine Großeltern. Soll ich Ihnen das gut zeigen? Liebe Maximiliane, der vordringliche Zweck meines Besuches bleibt die Erforschung der Ahnenprobleme. Ja, natürlich. Deswegen sind Sie ja gekommen. Thank you.
Darf ich etwas sagen, was mir beim Studium der Urkunden aufgefallen ist? Aber nur zu. Hier darf man alles sagen. Auch das unterscheidet Königchen zum Beispiel von dem... Was wollten Sie denn sagen, Herr Quint? Dass es mir nicht gelingen wird, in den vorgesehenen anderthalb Tagen den pommerschen Zweig der Quints auch nur annähernd zu verarbeiten. Na, dann kommen Sie doch über Weihnachten nochmal, da bin ich auch hier. Wenn Sie das für möglich halten, gnädige Frau? Herr von Quint? Und Ihre Familie? Über Weihnachten? Werden Sie denn nicht erwartet in Breslau? Es war doch Breslau. Richtig, Breslau. Aber ich bin meiner Familie entwachsen. Mich drängt es hinaus. Ich trage mich außerdem mit dem Gedanken, möglichst rasch eine eigene Familie zu gründen. Darf ich kurz von meiner Jugend und Entwicklung berichten? Aber gern, Herr Quint. Zumal das ein Thema sein durfte, zu dem mein Mann wenig beitragen kann. Mein Vater lehrte Geschichte und Erdkunde im Gymnasialdienst. Er wurde im Krieg verwundet und starb kurz nach Kriegsende an seiner Verletzung. Er hinterließ eine Witwe, meine Mutter, und fünf Kinder mit einer geringen Beamtenpension. Oh, fünf Kinder, auch Schwestern? Ja, drei Schwestern. Bitte. Ich war der Zweitälteste. Meine Kindheit und Jugend waren schwer, wenn ich das sagen darf. Danke. Der Weltkrieg, die Inflation, die Jahre der Notverordnung, die Systemzeit, Weimar, der Hunger, die allgemeine Arbeitslosigkeit und an ein Studium war nicht zu denken. Aber ich kam mit der nationalsozialistischen Bewegung in Berührung und erkannte die geschichtliche Sendung des Führers. Ich trat dem Freiwilligen Arbeitsdienst bei und bin heute im Gau Mittelschlesien Obertruppführer. Also, kurz und schmerzhaft, Ihr Lebenslauf. Es kam noch etwas hinzu, was den schlesischen Quints das Leben schwer machte, ihnen wie ein Makel anhaftete. Der Roman Der Narr in Christo Emanuel Quint. Danke. Nur mit T am Ende von Gerhard Hauptmann, den dieser 1910 veröffentlichte. Haben Sie dieses Machwerk gelesen? Um Gottes Willen, nein, Herr Quint. Außerdem endet die literarische Bildung auf Pönichen mit Theodor Fontane. Nicht wahr, Sophie Charlotte? Ja, Fontane, mein Lieber. Also, dieser Narr, was ist mit ihm? Es ist die Geschichte eines religiösen Schwärmers, der vagabundierte, immer nahe am Wahnsinn. Er war der uneheliche Sohn eines Pfarrers, der später in der Kirche seines Vaters schrie, ich bin Christus, des Mordes verdächtigt wurde und schließlich in einem Schneesturm am St. Gotthard umkam. Ah. Mein Großvater väterlicherseits, Leopold Quint, führte einen Prozess gegen Gerhard Hauptmann wegen die Vermehrung des Namens einer alten deutschen Familie. Er verlor ihn allerdings in allen Instanzen. Die sogenannte Freiheit der Kunst. Freiheit bei einem so erbärmlichen Machwerk. Und seither vererben sich in ihrer Familie Abscheu und Hass gegen Frömmigkeit, Vagabundieren, Unehelichkeit und Schneestürme. Gott, Quint, ich bitte dich. Wenn Sie in dieser Entwürdigung unseres gemeinsamen Namens einen Anlass zum Scherzen sehen, Herr Baron. Ist schon gut. So war es nicht gemeint. Aber Sie haben mich neugierig gemacht. Ich werde mir dieses Schandprodukt doch einmal selber zu Gemüte führen.